Haut ab. Okay, ich hab ihn. Einer kommt direkt auf uns zu, ziemlich nah. Radarziel bestätigt. Fox! Okay, hab einen. Ja, den hast du. Oh, scheiße, und ich hab eine Rakete verschwendet. So ein Dreck, ey. Irgendwas ist hier noch. Irgendwas ist hier noch, ja. Da ist noch ein zweiter, der ist auch down. Oh, jetzt habe ich mir einen Flügel abgebrochen oder was? Ich fass es nicht. Was ist das? Ach. Ich habe mir einen Flügel abgebrochen. Das ist traurig. Ich habe einen Mirage schon. Okay, ich habe einen. Nee, das bist du. Das bist du, sorry. Unlocking. Ich muss zurück, RTB, ey. Ich hab nur noch einen Flügel. Verstanden. Ich hab einen. Ziemlich nah, Fox. Fox zu. Auf den Jammer. Ja, ich hab ihn. Mirage 2000. Mit einem Flügel, Alter. LOL. Gut gemacht. Wow. Ich dreh bei, ich hau rein hier. Das wird mir zu heiß. Dein Flügel. Ich habe auch einen Hydraulikfehler. Da das Shift N. Ja, dankeschön. Alter, die Karre ist echt fast unkontrollierbar hier. Halt mir den Rücken frei, ich bin auf dem Weg nach Hause. Wo bist du? Auf dem Weg nach Hause. Ne, ich seh dich. Okay. Ich bin wahrscheinlich gut am Smoken. Alter, ich habe beide Flügel verloren. Ich flieg nur noch mit so Stümpfen. Ja, das ist das. Boah. Also wenn ich die Maschinen nach Hause kriege, Alter, dann bin ich ein echter Pilot, ey. Oh, Gegner hinter mir. Wir haben Gegner hier. Oh, ich bin down. Sieht bestimmt gut aus, ey. Ja, ich guck dich mal an. Du bist... Oder auf der Nachbank angezeigt? Nee, du bist nicht mehr auf der Nachbank angezeigt. Du bist offiziell nicht am Leben. Ich bin noch voll am Leben, Alter. Ja, das, ich weiß. Aber laut... Oh! Lalalalalalalal, ey, das Ding schwenkt hier und zappelt wie so ein Fisch, ey. Mann. Ja, ich muss das Ding unter Kontrolle halten, das ist echt schwer, ey. Mit zwei halben Flügeln, ey. Aber auch echt dumm, Alter. Ich habe noch nicht mal viel gelenkt sozusagen. Und bei 800 km/h sind mir schon die Flügel beide abgebrochen. Beide auch noch, ey. Ich weiß, von dir ist die Rakete auch noch weg, oder? Ja, wenn ich wüsste, wie ich Raketen wegschmeiße. Steuerung und B. Steuerung und B. W, B. Achso, oh. Rechts- oder Linkssteuerung? Linkssteuerung B. Ja, hat sie weggeschmissen. Alter. Ja, schaffe ich noch. Ich meine, Tank ist noch voll. Perfekt. Sieht super aus. Also, wenn ich das Ding lande, Alter, God Mode on, ey. Auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, dass du dein Fahrwerk rausbekommst. Ja, wir werden sehen. Ich habe die Su auch schon auf dem Bauch gelandet. Also so ist es nicht. Ja, das geht immer. Das geht ja sehr gut durch die großen Triebwerksschächte, weißt du? Du kannst im Prinzip auch keinen Treibstoff loswerden. Nee, prinzipiell habe ich erstmal noch genug. Ich kann ja mal einen Afterburner reinmachen. Vielleicht komme ich ein bisschen schneller an, ey. Aber es ist halt echt schwer. Auch mit der Trimmung, weil die Hydraulik im Arsch ist. Wow. Ja, ich kann halt nicht viel manövrieren, weißt du? Ich muss echt
5 Jahre vorher muss ich ihm Bescheid sagen, dass er ein bisschen hochtrimmen soll. Vielleicht geht auch durch die hohe Geschwindigkeit mal das Feuer aus, was ich bezweifle. Nein. Euer internes Löschsystem hat das Ding ja aber nicht, ne? Das ist zu viel relativ. Okay, jetzt fängt es an zu schlieren. Nee, schneller darf ich nicht werden. Aber wie krass schnell ich werden kann. 1650 ohne Flügel, ey. Na, ich bin ja gleich da. Oh. Perfekt. Nicht schlecht. Das war doch kein schlechter Kurs. Na, besser kann man seine fliegerischen Fähigkeiten nicht unter Beweis stellen, ne, würde ich sagen. Naja, bis jetzt ist die Maschine relativ stabil, das ist ganz gut. Ich befürchte, dass im Landeanflug ich halt übelst schnell reinkommen muss, weil das hier nicht funktioniert wahrscheinlich mit dem, weil ich keinen Auftrieb habe, weißt du? Mit den kurzen Stummeln, die ich habe. Was waren nochmal die der Button für den Fallschirm? P wie Paula, ja? Ja, ich glaube schon. Ja, ziemlich sicher. Aber hast du überhaupt noch einen Fallschirm? Ich guck mal. Sieht aus positiv. Sieht positiv aus. Ja. Ja, und wo willst du landen? Hier in Sochi. Nee, ein weiter. Da bei dir. Lauter. Okay. Oder ich könnte hier auch in Sochi landen. Könnte ich ja, ne? Nee, ich, jetzt nicht mehr. Nee. Nee, ich brauche wirklich einen geraden Anflugpunkt. Ja. Weil eine Kurve wird sehr, sehr schwer mit dem Ding hier. Das, was ich jetzt schon mache, ist heikel mit dem Drehen hier. Hast du die Warnung ausgemacht? Ja, habe ich ausgemacht. Hast mir ja sehr schön gesagt mit Rechtsschiff N. Das habe ich mir gemerkt. Ich glaube, das werde ich mir auch nochmal irgendwo auf den Joystick legen. Ja. Ich höre mit dem auf. Du kommst mit diesem, was du erzählt hast. Wo man auch sein Hart so aus dem Cockpit zieht. Außerhalb. Ja, aber das gibt's nicht mehr. Ich habe jetzt mit ein paar Kollegen gesprochen, die mit auch bei uns im Squadron für ED Test machen, halt Testing. Die testen ja auch gerade die F-18 und so. Und die sagen, das haben sie rausgenommen. Geh weiter rechts. Hä? Max, du bist nachdrücklich. Du musst nach rechts. Ich versuche gerade reinzukommen jetzt hier links. Dass ich einen geraden und Einflug habe sozusagen. Weißt du, was ich meine? Die Landebahn ist ja Richtung See. Ja. Wenn ich jetzt von den Bergen geradeaus reinkomme, dann habe ich einen perfekten Anflug hinter. Ah ja, okay, ich hab's jetzt zu cool. Jetzt noch so eine Drehung zu machen mit der Maschine? Nee. Wow. Ganz schön zappelig, der kleine Vogel hier. Ich habe sogar noch in dem Zustand eine M2000 runtergeholt. Das werde ich auch noch in welchem Replay von machen. Hast du den Kind? Naja, in dem Zustand habe ich die Mirage weggeholt, die du gesehen hast, aber halt verloren hast. Die war zwischen den Bergen. Nice, Mann. Das ist echt epic. Ja, kannst aber ja gucken auf der Kill-Dings. 41 gekillt haben. Okay, Flaps habe ich nicht mehr. Fahrwerk hoffen wir mal. Nee, okay. Jetzt machst du Fahrwerk, ne? Nee, bleibst du auch nicht. So, ich nehme schon mal ein bisschen Speed raus. Ich gehe mal auf 80 runter. Boah, Alter, wie er hoch. Was ist jetzt los? Oh, das war's, oder? Na, ich bin rausgeflogen. Warum, weiß ich auch nicht. Hallo. Ja.
Oh Mann, ey. Tot. So ärgerlich, ey. Und ich hätte es beinahe geschafft, ey.